So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir nennen es Dark and Light, weil das Spiel natürlich so heißt. Ja, das Spiel, das gibt es im Early Access. Einige haben es auch schon gesehen bei anderen YouTubern, die da schon ziemlich weit gedient sind. Dadurch, dass ich im Urlaub war, habe ich keine Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich fand es von vornherein schon sehr interessant. Vor allen Dingen eben, weil man hier auch Tiere zähmen kann. Und wir befinden uns hier im reinen Fantasy-Metier. Das ist ja sowieso schon mal ganz klasse. Ich mag ja auch Herr der Ringe und Game of Thrones, also ja, bin ich hier eigentlich richtig. Ich habe jetzt in den Einstellungen mal ein bisschen rumgewurstelt. Hier seht ihr ein bisschen meine Einstellungen. Die sind ähnlich wie in Ark. Also viele Sachen braucht man eigentlich gar nicht mehr zu erklären, weil man die schon kennt. Ich habe mit Tastenbelegung auch ungefähr gemacht wie in Ark. Da gibt es jetzt hier auch diese Pfiffbefehle wieder für gezähmte Viecher. Das habe ich mir so gelassen. Ich hoffe nur, dass ich jetzt laut genug spreche und der Ton hier nicht zu laut ist. Wir werden sehen. Ich mache jetzt mal Host Local. Karten. Gibt es nur der heilige Pfad? Okay. Ressourcen. Kreaturen, Mordsystem. Okay, also. Geschwindigkeit, Tag- und Nachtzyklus, den lassen wir jetzt mal, wie er ist. Fadenkreuz brauche ich. Harz will ich sehen. Das ist okay. Ressourcen, gesammelte Menge, Gesundheit gesammelt und Respawn. Also hier machen wir mal auf hoch. Und hier machen wir Respawn auch was höher. Ist mir egal. Kreaturen. Spielerschaden, Widerstand, Durst. Hier machen wir auf 0,5. Genau wie in Ark auch. Weil sonst nerv ich das ganz schnell. Hier auch auf Punkt 5. Nimmt er das? Ich glaube, ich muss im 0 davor machen. So. Das ist okay. Zähmgeschwindigkeit machen wir hoch. Weil das stimmt bei den Spielen sowieso wieder nicht. Das lassen wir auch alles, wie es ist. Das will ich. Will ich auch. Und das will ich nicht. Okay, Mods haben wir keine. Und System lassen wir, wo ist die Schwierigkeit. Wir machen PvE. Den machen wir hoch. Und das brauchen wir alles nicht. Okay. Dann mal los. Einzelspieler starten. Ja. Das ruckelt sehr beim Laden. Ich hoffe, das hat jetzt nichts zu bedeuten. Sonst müssen wir in den Einspielungen nochmal die Grafikqualität ein bisschen runterschrauben. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Tut sich denn da was? Ich meine, ich kriege da immer hier so ein Blackscreen zwischendrin. Aber jetzt mal ehrlich, der Drache, und ja, es ist ein Drache, kein Wyvern, ne? Den Unterschied kennen wir mittlerweile. Drache hat extra Flügel und Wyvern Vorderläufe sind die Flügel. Der Drache, der sieht schon episch aus. Da oben ist der zerstörte Planet. Ich glaube, das war in dem Fall dann Gaia. Ich weiß es nicht. Die Geschichte habe ich mir gar nicht angeschaut. Ich hatte nur kurze Einblicke. Naja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Hallo, jetzt lad mal. Tu mal was. Ich will jetzt hier nicht stundenlang warten. Pass auf, der lädt gar nicht. Ich habe gar keinen Fortschrittsbalken. Gibt es hier einen Fortschrittsbalken? Sonst müssen wir das Ganze nochmal schneiden. Ich weiß ja mittlerweile, wie es geht. Boah, ich kann mich noch erinnern an meine ersten Folgen von Ark, die ich aufgenommen habe. Ich mache mal hier Desktop-Audio ein bisschen leiser. So, okay. Also ich kann mich noch erinnern in Ark. Da habe ich immer aufgenommen und wusste noch gar nicht, wie Schneiden und Rendern und so ein Krempel geht. Das waren für mich ja totale Fremdworte. Und dann irgendwann habe ich mich mal mit dem Windows Movie Maker da dran gegeben. Die gerenderten Videos waren in furchtbar schlechter Qualität. Ja, aber so fängt man an, ne? So fängt alles irgendwann mal an. Ich bin noch mal gespannt, was ihr zu Dark and Light sagt. Ob wir das dann auch weiter let's playen oder nicht.
Im Moment ist das ja eher mal so ein Let's Test. Weil wir testen erstmal nur, ob das Spiel lädt. Habe ich euch das schon erzählt? Dass wir heute in dieser Folge nur mal zugucken, wie das Spiel lädt. Was mich irritiert, sind diese Black Screens zwischendrin. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich red mich hier wieder um Kopf und Kragen. Au! Wie gesagt, ich red mich hier um Kopf und Kragen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt dran war. Ich habe mich wieder ablenken lassen. Ist das wieder typisch? Ja, ist es. Cindy lässt sich immer gerne ablenken. Vielleicht sollten wir das einfach live streamen, sobald es gestartet ist. Ist auch nicht schlecht. Aber ich kann leider nicht gleichzeitig aufnehmen. Das schafft mein Rechner nicht. Oh, jetzt habe ich einen Standbildschirm. Heißt das, der ist fertig? Hallo? Hallo, Drache, tu was. Tu was, du stürzt das gleich ab. Komm schon. Also die Musik ist auf jeden Fall schon mal episch. Das steht fest. Die Musik ist super. Bam, 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 bam. So hoch kann ich gar nicht singen. War schlimm. Tu es nicht, Sünde. Nein. Du sollst doch nicht singen. Ja, also ich fürchte, ich werde dann doch schneiden müssen, denn ich glaube, der hat sich hier irgendwie ein bisschen aufgehängt. Nein, er fliegt wieder. Black Screen und fliegen kann er. So, weiter quatschen. Ich könnte ja noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Meiner Katze, die ich übrigens nicht aus dem Fenster geworfen habe. Ihr werdet das in einer der nächsten Survival Plus Folgen hören. Die schmiegt sich immer hier so ans Mikrofon, wenn ich am Aufnehmen bin. Das ist der Merlin, mein großer roter Kater. Nein, keiner von den beiden Katzenbabys, sondern der große rote. Dann habe ich das Fenster geöffnet und dann waren sie am Rumwitzeln, die Jungs. Ach ja, jetzt schmeißt sie den aus dem Fenster. Dabei wollte er nur was essen, der wollte gar nicht raus. Ja, und ich habe hier einen Hundewelpen. Genau. Seit neuestem habe ich wieder einen Hund. Mein früherer Hund. Jetzt kommt da unten sogar ein bisschen Text. Also wenn er jetzt gebraucht hat, die ganze Zeit, um diesen Text zu laden, dann mache ich mir Sorgen. Ja, also mein voriger Hund, der ist letztes Jahr im Sommer gestorben. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Und der war einer der treuesten Seelen, die man sich vorstellen kann. Ein Hütehund. Ein Weller. Und ja, ich habe erstmal ein Jahr gebraucht, bis ich darüber hinweg war. Also, ja, nicht so schlimm. Also, schlimm war es jetzt nicht, aber man denkt halt dran und dann, nee, einen anderen Hund will man nicht, weil man will ja auch dich vergleichen. Und ja, das hat dann etwa ein Jahr lang gedauert, bis ich mich wieder an schöne Zeiten mit dem Hund zurückerinnern konnte und lachen konnte, was er früher so alles angestellt hat. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt ist es wieder soweit, jetzt kann ich einem neuen Hund ein Zuhause bieten. Ja, und seitdem haben wir jetzt hier einen neuen Hund. Das ist ein Schäferhund-Collie-Mix, den haben wir aus dem Tierheim. Ein Junghund-Welpe. Naja, 12 Wochen, ne? Raudi. Nein, heißt nicht Raudi. Heißt da Kita und ist ein Weibchen, eine Hündin. Und die sieht aus wie ein Waschbär. Also, wenn ihr euch Kojas Skinhut anguckt, wie ein Waschbär, ne? Genau so sieht der Hund auch aus und der Rest ist weiß. Ich bin mal gespannt, wie sie sich macht. Ja, jedenfalls reden wir hier in Dauerschleife und ich werde das Ding schneiden. Das dauert einfach viel zu lange. Kann ja nicht sein, dass ihr mir die ganze Zeit zuhören müsst, was ich hier quatsche. Der ist jetzt erst bei 54%. Was soll das erst geben? Ich habe ja eben noch gedacht, ja, jetzt rutscht der Balken da durch. War nix. 83. 100%. Nein? Deine Welt wird bevölkert. Bitte warten.
Okay, das kennen wir von Ark. Oh, okay. Fraktion auswählen. Was sind wir denn? Amite? Nein, also was nehmen wir denn? Talos, Bergfried. Als die Menschen auf Arkos ankamen, kämpften sie um ihr Überleben und wurden von anderen Völkern gemieden. Mit trotziger Entschlossenheit führte Leondas Talos seine Leute nach Westen, wo sie an der Küste eine verlassene Festung entdeckten, umgeben von fruchtbarem Grasland, und hier gründete er die Stadt Talos, nehme ich dann mal an. Also Menschen, was haben wir hier noch? Wildnisparadies. Vor dem Fall von Gaia waren die südlichen Länder dichte magische Wälder und die Elfen waren ihre unbestrittenen Herrscher. Ich will kein Elf spielen. Die Legenden verkünden die Geschichten von Fanfir, dem Zwerg. Ich will aber auch kein Zwerg sein. Doch Elfe? Nee, ich bin Mensch. Ich nehme Mensch. Den da. Genau. Nächste. Nein. Falsch. Ich bin ein Mädchen. Oh, die ist aber hübsch. Die ist hübsch. Hautfarbe. Oh, ich kann lila sein. Ich will lila sein. Nackengröße. Achso, da kann ich hier einen Stifthals machen. Ne, das mache ich mir nicht. Nackenlänge. So. Schulterbreite. Boah, voll das Kreuz. Nee. So. Brustgröße. Zzt, zzt. Okay, tut sich eh nicht viel. Lass mal auf Mittel. Brusthöhe? Oh, okay. Schönheits-OP. Wir lassen die mal hier so, so, ne? Brustbreite. Was ist jetzt passiert? Sind die Kisten ausgelaufen oder was ist passiert? Ey, komm schon. Sieht doch gut aus. Naja, okay, so Himmelfahrtsbrüste sind auch nicht so schön. So, Brustbreite. So. Gut, okay. Kann man nur mit den Brüsten spielen? Was ist hier los? Geht's hier noch mehr? Körper, Arm, Taille. Okay, Arm. Armlänge. Zzt, zzt, zzt. Oh. Nee, normal. So ungefähr. Oberarm. Zzt. Oh. Bodybuilderin. Nein, keine Bodybuilderin. Unterarm. Da sieht man fast nichts. Naja. Wie wäre es denn mit ein bisschen schmächtiger? So. Ich meine, ist ja schließlich eine Frau. Und Handgröße. Oh. Ja, lass mal so. Ist okay. Taille. Hüfte. Ein bisschen schmäler kann sein. So ist gut. Größe. Oh. Nein. Oh. So. Taillentiefe. Haben wir hier so einen Hungerhaken? Oder nicht? Wir machen normal. Ja, das ist auch gut. Und Taillenhöhe. Strecken wir die mal ein bisschen. Und? Stell ich mal gerade hin. Brust raus. Hintern rein. So. Die Beine. Beinlänge. Ja. Oberschenkel machen wir schmaler. Unterschenkel auch. Und die Füße ein bisschen. So. Die hat aber Riesenfüße. Die machen wir klein. Sieht komisch aus sonst. Ja. Gut, und jetzt? Kopf. Ah, guck mal. Kopfbedeckung. Kopfgröße. Oh. Das lassen wir mal normal, oder? So, Kopfhöhe. Ach, hier kann man wieder so richtig schön rumspielen. Ich mag das. Bzzzt, Kopftiefe. Ich mach mal ein bisschen so. Ein bisschen länglich. Gut. Augenbrauen. Sollen wir die jetzt auch noch zupfen? Mach mal so.
Augenbrauenwinkel. Nee. Nee, doch. Ach doch, so ein bisschen energischer darf sie schon sein. Augenbrauendicke. Die machen wir etwas dünner. Frisch gezupft. Augenbrauenabstand. Bisschen näher ran. So. Und die Breite. Was tut sich denn da? Nochmal so. Auge. Boah, hier gibt es ja wieder so viel rumzuspielen. Eckenhöhe. Ach, okay, jetzt. Das ist hier unten das Lid. Machen wir so ein bisschen runter. So. Ja. Breite. Machen wir große oder kleine Augen? Da tut sich nichts. Ich sehe da keinen Unterschied. Machen wir so. Größe. Oh. Nee. So. Winkel. Ja, machen wir so ein bisschen katzenaugenmäßig. Das sieht cool aus. Augenhöhe. Du musst dich nicht immer so viel bewegen. Ich kann das sonst gar nicht ausmachen hier. Ich sehe sonst nichts. Augenabstand. Nee. So. Und die Augenfarbe. Jetzt wird's interessant. Blau. Grün. Ich habe eine lila Haut. Wie wär's mit Rot? Nein. Orange. Nein. Das beißt sich. Gelb. Lila Augen. Ach, wir können auch lila Augen machen. Und dann machen wir die Hautfarbe gleich nochmal anders. Machen wir eine Targaryen aus ihr. Ohr. Ohrflackern. Flackern? Hö. Nein, nicht so groß. Hallo. Ohrwinkel? Nee. Nasenspitzenlänge. Ach, guck mal. Und wie siehst du jetzt aus? Ah, das ist gar keine Nasenspitze. Das ist immer noch Ohr. Nasenspitzenbreite. Ist auch Ohr. Nee, komm, lass mal so. Gesicht. So. Wangenknochenerhebung. Ja, so hohe Wangenknochen sind schon was Tolles. Tiefe. Sehr apart. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ändert sich gar nicht. So. Stirngröße. Mit der Frisur sieht man eh nichts. Lassen wir mal. Kieferbreite. Da ändert sich nicht viel. Vor allen Dingen, wenn die sich so wahnsinnig bewegt hier. Kinnlänge. So. Kinnwinkel. Nein. Ja, spitzes Kinn. Kinnposition 2. Da tut sich nichts. Nase. Ich finde, die sieht immer noch aus wie eben auch. Nase. Tut sich nix. Skalierung. Okay, das ist die Größe. Nasenlänge. Ja, vielleicht ein bisschen besser. Nasenbreite. Jetzt wird es interessant. So. Nasenspitzenwinkel. So. Größe. Ja, ein bisschen größer darf es schon sein. So ein bisschen knolliger. Ich meine, perfekt ist auch doof. Mund. Ja, Mundbreite. Julia Roberts. Roberts. So hier, Oberlippendicke. Ja gut, die hat ein bisschen was mit der Mundbreite zu tun, die Oberlippenbreite, ne? Und Schmollmund. Ecken. Achso, hier.
Machen wir es ein bisschen freundlicher. Okay. Haare. Yay, endlich gibt's Haare. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht cool aus. Das wird zu verspielt. Das hatte sie. Ja, das ist elbisch, also. Das war am Anfang, ne? Das war auch nicht schlecht. Nehmen wir das. Tough, tough, tough. Haarfarbe. So, jetzt wird es interessant. Wir wollen eine Targaryen, ne? Weiß. So. Und wie war jetzt nochmal Hautfarbe da? Weiß. Ganz, ganz hell. Dunkel. Dunkel ist auch cool. Dunkel ist auch schön. Grau. So, oder dunkel. Nee, ich will weiß. Ganz weiß. Ganz hell. Ganz hell, hell. Rot. Genau, wir nehmen einfach rot. Hier, da war was ähnliches. Grün, blau, grau. Diesmal allzu braun gebrannt. Krebsrot. Das ist ein bisschen ungesund. Meinst du nicht auch? Du siehst ein bisschen ungesund aus. Naja. Ist okay, oder? Oh. Oh, oh. Okay. Hautfarbe kriege ich nicht hin. Ist immer noch zu braun gebrannt. Das ist so ganz knapp braun, rot, gelb, grün. Wir machen es so. Es kommt noch am ehesten dran. Aber hat eine Targaryen nicht lange Haare? Das ist aber blond. Blond soll sie nicht sein. Nein. Nee. Ist das eigentlich noch am schönsten? Aber die gibt es dann nicht in weiß. Ich glaube, weiße Haare. Nee, ich lass das so. Okay. Gut, sind wir hier endlich fertig, ja? Speichern. Machen wir mal. Na, das nochmal mit der Augenfarbe. So. So ist gut. Schön. Hat nicht geklappt. Kann ich nicht überschreiben, glaube ich. So, Spiel starten. Sommer. Ja, wird auch langsam mal Zeit. So nach 23 Minuten. Wir können ja eigentlich direkt schon wieder von mit der nächsten Folge anfangen. Naja gut, wenn ich jetzt vorne was abgeschnitten habe, dann ist es natürlich nicht die 23 Minute. Gillian. Nee, die nenne ich aber nicht Gillian. Wie nennen wir dich denn? Lady. Lady. Cecil. Da muss ich aber jetzt an... Nee, will ich nicht. Gar nichts. Wir nennen dich Lian. Genau. Ach, Quatsch. Schluss jetzt. Mach mal. Sindewittchen ist wieder unterwegs. Mensch. Natürlich immer der Sindewittchen.
So, jetzt speichert das Dingen und lässt mich wieder warten. Oh, doch nicht warten. Mir ist kalt. Erwache, Kind von Gaia. Ich bin Alysia, Erzmagierin, Magierin des Ordens von Licht und Dunkel. Ja, klar. Okay, ich muss Sachen lernen. Ich muss farmen. Ich muss die Rune des Lichts verwenden. Okay. Was gibt's denn hier? Oh, das sieht hübsch aus. Das ist eine Stadt. Fachwerkstatt. Ich soll Blaubeeren sammeln und es ruckelt. Und ich glaube, ich habe die Einstellung ein bisschen zu hoch. Steuerung ist einfach wie ein Ark. Sieht gut aus. Kann man hier sammeln? Ah ne, muss ich mit der Maus machen. Tut er nicht. Macht sie nicht. Wieso nicht? Muss ich irgendwo dagegen hauen? Hä? Die will gar nichts machen hier. Die kann nicht mal hauen, wie bei Ark. Und E drücken kann ich auch nicht. Sammle die Ressourcen mit der Hand. Linke Maustaste klicken. Tu ich, tu ich. Da, seht ihr das? Nein, hört ihr das? Geht nicht. Macht er nicht. Wieso nicht? Ich muss mal in die Steuerung, glaube ich. Oh. Oh. Schwimmen gehen wollte ich noch nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kann ich auftauchen? Lass mich da wieder raus. Boah, ich bin wahrscheinlich die Einzige, die es direkt am Anfang in den ersten 2 Minuten auf die Reihe kriegt, zu sterben, ne? Zu ersaufen. Oh, mir ist kalt. Dann kann ich mich schon mal da hinstellen. Und dann gucken wir mal kurz nochmal in die Optionen. Wieso geht das nicht hier mit der Maus? Tastenbelegung. Vorwärts, links, Angriff, Angriff. Left Mouse Button, das müsste es sein. Hört die Ruckel auf? Ah, war nicht zugewiesen. Guck mal an. Ich habe Sachen gesammelt. Yay. Huch, was habe ich getan? Irgendwas Komisches habe ich gemacht. Da war Geleuchte. Nahkampfhandwerk Rang 1, Steinaxt, kann ich jetzt wahrscheinlich bauen. Oder lernen oder so. Das ist ja einfach. Ich renne hier einfach nur dusselig durch die Gegend und haue. Das trainiert die Oberarme. Hier, guck mal. Werkzeug wechseln. Ah, aber ich habe einen Apfel gekriegt. Oh, was habe ich denn da? Magische irgendwas habe ich gesammelt. Inventar komme ich mit I, da können wir gleich. Ja, ich bin wirklich die Erste, die in den ersten 5 Minuten stirbt, weil ich eine Klippe runterfalle. Guck mal, das ist ein Fass, das machen wir auch mal kaputt. Geht das? Oh, ich habe Goldmünzen. Habe ich das jetzt geklaut? Entschuldigung, ich wollte nicht klauen. Ich, weg hier. Kann man auch was machen? Ne, die sind schon kaputt. Zählen nicht. Guck mal hier, ich muss da auch mal gegenhauen. Yay. Okay. Yay, okay. Boah, die Grafik ist aber toll. Gefällt mir. Kann ich auch in Häuser reingehen? Nein. E. Durchsuchen. Oh ja, tatsächlich. Mit Durchsuchen kann man da rein. Käse. Kann man nicht farmen, ist nur Deko. Aber Fässer sind hier. Gib mir mal die Sachen daher. Das braucht ihr doch gar nicht, ne? Ich bin ja hier schon fast Stammkunde. Ich darf das mitnehmen, ne? Richtig? Das ist ein Gasthaus. Da kann man irgendwas kaufen, glaube ich. Entschuldigung, ich wollte nicht mit meinen schmutzigen Füßen auf die Theke. Liane Elmore. Handle mit Händler. Okay. Ausbeuterate 500. Spenden. Was? Ich will doch nicht spenden. Bist du doof? Was will ich denn? Was sind das? Pläne. Gekochter Pilz. Ach so, hier kann ich ja so Sachen kaufen, ne? Und was ist das? Gekochtes Fleisch. Das kann ich aber bestimmt selber machen. Waffen darf ich nicht und den ganzen anderen Krempel. Die hat ja nicht gerade viel, oder? Feldpilze, Äpfel, NSC-Verkauf, kaufen. Nö, 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 mache ich nicht. Und da ich hier noch nichts habe, soll ich halt spenden? Spenden?
Nein, nicht so viel. Hier vier. Nee, ich spende hier nichts. Ich habe ja selber nichts. Sucht hier jemand anders, der spendet. Gut, nee, also was soll ich denn noch machen? Ich gehe mal gerade die Treppe rauf. Ich guck mir das da oben mal an. Wo sind wir denn da? Ich habe kein Licht. Soll ich mir hier ein Zimmer mieten? Da geht noch eine Treppe rauf. Da gehen wir auch mal hoch. Ich sehe nichts. Oh, ich nehme das Dachgeschoss. Das sieht mir gut aus. Ja, also, das. Oh, springen kann ich auch. Gut, runter will ich. Ich will wieder ins Licht. Mir ist ja zu dunkel da oben. Das ist mir unheimlich. Gut, okay, also, was kann ich denn machen? Fertigkeiten ist U und O ist Aufgabe? Nö. Nö, 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 nö. Ich mache jetzt mal You shake your hand negatively. Was? Hallo? Ach so, okay. I. Inventar. Was kann ich denn machen? Ich habe ja schon viele Sachen. Was ist das denn hier? Das ist doch die Rune Lisslicht sich soll, ne? Ach, guck mal. Doppelklick baue ich das direkt. Gut, prima, mache ich. Und eine Axt. Yay, ich habe eine Axt. Klasse. Und ich habe 2 Punkte. Ich kann hier Gesundheit leveln. Noch eins. Ach so. Kampf. Ah, ich darf nur einen Kampf und einen muss ich da unten jetzt. Konzentration, Gewicht, Durst, Ausdauer. Ich nehme mal hier so Gewicht. Scheint mir nicht verkehrt zu sein. Was kann ich denn noch? Kann ich noch was bauen? Habe ich die Axt schon gebaut? Was habe ich denn im Rucksack? Hier, Axt. Die kommt mal dahin. Und ich habe 7 Runen des Lichtes. Ich tue die mal auf die 2. Muss man die in die Schnellleiste machen oder was? Ein magischer Stein, der von einem Lichtzauber erfüllt ist, verströmt ein führendes und schützendes Licht. Okay. Und das ist eine schwache Axt. Okay, gut. Kann ich mit leben. Sonst habe ich hier nichts. Rune des Lichts. Was ist das? Nix. Nix. Gut, mehr kann ich noch nicht. Rüstung und so weiter habe ich noch nicht. Ah, hier wird das direkt sortiert. Was ist das denn hier? Was haben wir denn alles? Stroh haben wir, Holz haben wir. Was ist das? Steine. Okay, 26 Münzen habe ich. Oh, habe ich ja schon gut gemacht. Was ist das denn hier? Magische Scherben. Okay. Die Essenz der Magie, die allen Lebewesen innewohnt, wird als Herstellungszutat für viele Zauber verwendet. Ist bestimmt super, dass ich das gefunden habe. Gras. Ist bestimmt auch super. Bärchen. Ja, gut. Nee, fallen lassen tue ich das nicht. Rüstung habe ich im Moment nur hier so Klamotte, ne? So, Fertigkeiten. Was gibt es denn da? Oh, guck mal. Auf Abenteuer. Magisch. Oder Architektur. Ich will magisch. Magisch will ich. Was ist das denn da? Stäbe ermöglichen Magiern, mächtige Kampfzauber zu bündeln und abzufeuern. Die Herstellung dieser magischen Waffen zu erlernen, ist der erste Schritt, um ein hervorragender Zauberwirker zu werden. Aha. Plan schaltet frei. Irgendwas. Voraussetzungen habe ich noch nicht erfüllt. Da muss ich noch irgendwie was mehr machen. Sammle von Magie durchdrungene Objekte. Stelle Stäbe her. Nicht verfügbar. Was ist das? Da ist wenigstens ein Ausrufezeichen dran. Okay. Voraussetzungen Rang sein, oder? Schaltet frei. Rune der Wiederkehr. Voraussetzung Lichtenergie Rang 2. Schaltet frei. Rune des Glanzes. Abgeschlossen. Kann ich aber nichts machen, ne? Aktueller Rang 1. Achso, man hat das automatisch gelevelt vielleicht. Kann das sein? Sammle magische Schlüssel. Ja klar. Und was damit? Ja, da habe ich die Waffe schon erwischt. Stammverwaltung. Stamm von Zidewitschen. Aufgabe. Gut gemacht. Ja, ne? Eine neue Welt, Stadtbewohner. Ja, ist doch prima. Stelle ein Objekt her, es werde Licht. Bla bla bla. Greife auf dein Inventar zu und verwende die Rune des Lichts. Das machen wir gleich mal. Stille Hunger und Durst. Ja, okay. Wir gehen hier einfach mal weiter.
Habe ich toll gemacht. Ja, mehr dunkel, ne? Verwenden wir das mal. Oh, süß! Arcus ist deine dunkle Welt. Wenn du in Arcus überleben musst, musst du dafür sorgen, dass du immer genügend Energie hast. Greife auf dein Inventar zu und iss ein paar Äpfel aus deinem Rucksack, um dich zu stärken. Ja, Moment, Hunger habe ich aber noch nicht. Ich habe eine Elfe. Glöckchen, wo hast du nur gesteckt? So, wo ist denn der Ausgang? Hier. Gut. Schön. Feuer. Feuer? Heiß? Geht. So, was gibt's denn hier noch? Wir können noch ein paar Fässer zerkloppen. Wir nehmen dafür die 1 mal in die Hand. Ist die jetzt weg? Nein, alles gut. Äpfel? Äpfel? Wie Äpfel? Ich will hier, hallo? Ich wollte Goldmünzen haben. Da gibt's aber nur Äpfel. Ah, springen kann ich auch. Prima. Hier, komm, gib mir mal, eben war das aber besser. Ah, da, eine Goldmünze. Da gibt's was. Und mit dem hier eigentlich? Was macht denn der Günther Schmied? Der Günther Smith? Was macht denn der hier? Hi, Günther. Ey, Günni. Handle mit Händler. Ah, guck mal hier. E. Kann ich mit dem irgendwas handeln? Was verkaufst du? Ach, du verkaufst Schwerter. Ach, sieh einer an. Ja gut, aber das kann ich bestimmt auch irgendwann selber bauen. Jetzt keine Waffen kaufen. Kann der Rüstung kau verkaufen? Nee. Wir kaufen uns einfach mal so ein Schwert. Ja, mach ich. Ausverkauft. Gut, hab ich. Klingt gut. Spenden tue ich nicht. Hier, komm, Ben muss schon arbeiten für deine Kohle, ne? I, Inventar. Schwert. So. Kann ich mich schon mal wehren? Das ist gut. Ja, ich kann das bestimmt auch bauen, aber ich will jetzt nicht bauen. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich ja auch ein bisschen XP, wenn ich das einfach mal so, ne? Was hat denn hier für eine Hütte? Oh, guck mal, da steht jemand. Wache. Hi. Ich wollte ihm gerade eine Backpfeife. Oh. Oh, Entschuldigung. Der wehrt sich ja. Ah, nein, ich wollte. Ich. ja, okay, ich hab. Ich hab eine Wache geschlagen. cool. Ja, wo gehen wir denn hin? Hauptplatz wieder. Hauptplatz? Innenstadtbezirk? Vorstadt, Wohnbezirk, Hauptplatz. Nein, respawn bitte. Keinen neuen Charakter. Gibt's hier auch mein Loot irgendwie zurück? Oder muss ich das jetzt? Ah ja, hier guck mal. Gib mir die Sachen mal alle. Kann ich die wieder mit Tilt darüber schaufeln? Nee, kann ich nicht, muss ich ziehen. Komm, gib mir mal die Sachen wieder. Ja, ich weiß nicht. Also, bringen das auch andere fertig oder bin ich wieder der einzige Dussel, der sowas macht? Ah, okay. Wo sind meine Klamotten? So Klamotten? Hallo? Ich habe keine Klamotten mehr. Ah doch, ich hab's ja an. Gut. Jetzt, okay. Können die zerhacken? Ich meine, kann man bei Ark ja auch. Hack, hack, hack. Was ist das denn jetzt da? Gib mir das. Gib mir das mal. So. Hehe. Jetzt habe ich direkt zwei Sätze Klamotten. Also, merke, nicht die Wache schlagen. die verstehen da keinen Spaß. Also. Komisch. So, das ist der Hauptplatz. Ja, sieht schön aus, aber ich möchte mal was anderes sehen. Ach hier, ich könnte ja mal gerade das Fleisch braten. Wie wert? Ich habe ja Fleisch. War zwar nicht viel dran an mir, aber können wir ja mal machen, ne? Alle herstellen. Mach mal.
Können wir eigentlich noch was anderes braten? Kann man Äpfel auch braten? Ne, kann man nicht. Ach so, das ist das hier, ne? Das ist das Einzige, was ich kann. So, komm, jetzt mach das mal hinne hier. Sindewittchen Targaryen will was essen. So. Gut. Komm schon, mach mal weiter hier. Ich muss das jetzt mal essen. So. Ich bin jetzt Kannibale, ich esse das jetzt. Hast du das gegessen? Hat sie es gegessen? Nein, hat sie nicht. Was wird da runter tun? Oder Moment, kann man das hier auch? Moment, da gab es doch noch mehr. Warte mal. Das. Verwenden, teilen, kombinieren, fallen lassen. Verwenden. So. Haha. Schön. Gut, ich bin nicht mehr hungrig, ich bin nur halb überladen und ich lebe noch. Ich lebe wieder. Wollen wir ja mal genau bleiben, ne? Also, Blaubeeren soll ich nicht essen, das mache ich auch noch gerade. Da, habe ich gemacht. Ohne Steinaxt soll ich herstellen. Hab ich doch. Naja, gut, okay. Ihr Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Dark and Light und wir sterben mit Zinnewittchen Targaryen in der kleinen Stadt und ich werde die nochmal verprügeln, die Wachen. Irgendwann, wenn ich mal stark bin, wenn ich mal groß und stark bin. Also dann, macht's mal gut. Ciao, ciao.